was ich selber persönlich auch mega scheiße finde, dass ich das jetzt benutze. Aber sonst komme ich hier echt nicht voran. Sonst dauert es wieder Lichtjahre, bis ich dieses Suicune gefangen habe. Und ich werde euch garantieren, dass ich mit... Ich habe ja schon mit einem Part eigentlich abgespeist, nur Suicune zu fangen. Oder fangen zu wollen, sagen wir es mal so. Boah, ich könnte kotzen, ne? Das ist so ein... Es ist auch vor allem nervig einfach. Ich hasse dieses Huren-Pokémon, ne? Wisst ihr das schon? Ich kann mir schon denken, warum ich Suicune haben wollte. Weil er einfach so schlecht zu fangen ist, ey. Ja, entweder machst du zwei Snebel, du stirbst wieder. Oder du bleibst einfach mal im Ball. Super kluge Idee. Man sagt, es sei die Wiedergeburt des Nordwindes. Es kann verschmutztes Wasser nur reinigen. Cool. Nein, ich möchte Suicune keinen Spitznamen geben. Tschüss, Suicune. Tobias, das war wirklich unglaublich. Jetzt, wo ich diesen Kampf beiwohnen durfte, gibt es nichts mehr, worüber ich mich noch beklagen könnte. Lebe wohl, Suicune, lebe wohl, Tobias, ja. So viel dazu. Ich speichere jetzt erstmal, weil ich bin mir sicher, nach den ganzen Speed-Tasten und Save-State-Laden ist der Emulator wieder ein bisschen gecrashed und wird uns wahrscheinlich gleich abschmieren, wenn ich Fliegen benutze, weil wir müssen ja nach Foxania City, um zu den Seeschauminseln zu kommen, um uns Arktos zu stellen. Doch nicht, schmiert mir doch nicht ab, das ist jetzt ein Ding. Okay, damit wäre das mit dem Thema Suicune auch erledigt. Das ist schon mal gut. Lief mir, also mir persönlich hat es zu lange gedauert. Das lag aber nicht an mir. Das lag wortwörtlich an Suicune, weil ich in den Pokéball wollte. So. Ja, Arktos als nächstes Ziel. Das Arktos ist in den Seeschauminseln. Jetzt muss ich gerade... Wo Arktos findest du wie schon in Feuerrot und Blattgrün in den Seeschorninseln? Ja, Zapdos haben wir schon, das war neben dem Kraftwerk. Aber Lava, das ist so ein kleines Problem-Pokémon. Denn, habe ich Topschutz dabei? Das wäre echt... Ja, habe ich, gut. Denn, Lava, das werde ich mir wahrscheinlich ganz als letztes holen. Denn das ist ein Silberberg. Und Ash, beziehungsweise Rot, möchte ich mich ja erst später stellen. Da will ich jetzt noch nichts mit zu tun haben. Oh nein! Ach, Kacke. Bist du schon einmal nachts im Meer geschwommen? Nein, ich hab ein Real Life. Remoraid, Alter. Und tschüss, Remoraid. Also ich möchte euch jetzt nur wirklich diesen lästigen Kampf ersparen. So, weil wir können ja in Ruhe hier surfen. Aufgrund meines Top-Schutzes. So. Jetzt müsste auch bald die Seeschauminseln schon kommen. Die sind ja quasi nebenan von Pyro, wa? Sind das die hier? Ja, hier sind die. Sieht man an. Da sind wir schon. Du kleine hinterhältige Schlampe, wa? Ja, das hättest du gedacht, wa? Die strickst jetzt locker leicht aus. So. Sieh schon, Inseln. Alles klar. Sind wir hier überhaupt richtig? Weil da hinten war noch eine Sonne. Ja, sieht richtig aus. Es ist auf jeden Fall kalt da. Moment, wenn es hier kalt ist, dann gibt es ja Eis-Pokémon. Wenn es hier Eis-Pokémon gibt, dann werde ich Papunga direkt definitiv nicht vorne lassen. So, auf dem Weg. Oh, shit. Wir brauchen Stärke. Haben wir Stärke dabei? Ja, Gyarados. Wir haben natürlich unser VM-Pokémon. Ja, Gyarados dabei. Meine Frage natürlich wäre dann auch noch dazu. Wie steht ihr zur VM? Oder VM sag ich schon. Ach fuck, ich wollte den Pokéball doch nur aufheben, ey. Ach, Jurob. Zu diesem System, dass man noch einmal die TM braucht, bis man nur noch einmal TM braucht und die ja nicht mehr aufgebraucht wird. Wie eine VM quasi. Ich finde das gut. Weil
dann braucht man nicht mehr x-tausend Donnerblitze, um hier hochskillen, da wegskillen und... Hast du nicht gesehen, weißt du? Es geht ab. Ich wusste ganz genau, ich muss mich entscheiden. Entweder nehme ich den mit der Weißen oder den mit der... Oder sie. Mit der Pinken da. Ja, ich gedacht, den knall ich jetzt meine. Der hat sogar einen Austausch. Und wieder Kampf wird vor... Alter, was hast du für Pokémon? Level 55 Austausch. Yugong Level 50. Das ist jetzt ärgerlich, wa? Chris hat ein... Ja, ich hab mir schon gedacht, dass du mich nass schweifen willst, du Arsch. So. Hui, hui, hui. So, was machen wir jetzt? Darüber, ne? Na, müssen wir ja. Wann guckt er uns an? Ha. Ich glaube, passt nicht ganz, ne? Aber scheißegal, so können wir nach rechts weg. Ha. Ja, ohne die Kampf geben, ja. Zack! Okay, diesmal wird Fliegen nicht reichen. Ja, träum weiter. Als wenn ich mich davon verarschen lasse, du Bastard. So, ein Lapras. Ui, hab ich schon mal hier gesehen? Ich glaube, ich habe euch jetzt auf der Bank, oder? Ja, so viel dazu, Lapras. Tschüss. GG. Biatsch. So, oh. Gehen wir mal hier die Leiter runter. Ich kenne mich in den Seeschauminseln überhaupt nicht aus. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich hin muss. Okay, was passiert, wenn ich dagegen ploppe? Ah. Okay. Oh, das war jetzt ein Fehler, wa? Moment, das mach ich nochmal. Darf ich sogar nochmal machen? Cool. Theoretisch ja so. So. Und dann jetzt so, ne? Sonst kann ich ja... Ja, cool. Komme ich da jetzt hoch? Ne, komme ich nicht. Verarsche! Hoppla. Okay. Wie mache ich das jetzt? Ich habe absolut keinen Blassen. Wenn ich den jetzt wegschicke, ne? Ah, okay, dann sind die fest. Hilft mir aber auch nicht weiter. Weil dann kann ich ja trotzdem hierher und fahr hier im Kreis. Weißt du? Bringt mir auch nichts. Das ja auch nicht. Das bringt mir auch nichts. Weil den können wir ja nicht wegholen, okay. Ja gut, da mache ich mir nachher einen Kopf drum. Weil ich werde Arktos heute wahrscheinlich nicht mehr finden. Oder jedenfalls nicht mehr rechtzeitig begegnen, glaube ich. Da ist aus Arktos. Okay, wie komme ich da denn hin? Sag mir jetzt nicht, ich bin richtig. Voll ärgerlich, dass ich ein oder eine ganze Aufnahme für Suikun verschwendet habe. Das ist mir nicht nur peinlich, das finde ich sogar sehr ärgerlich. So, komme ich denn hier irgendwie da rum? Nee, natürlich nicht. War ja klar. Jetzt komme ich hier wieder hoch. Ich will aber gar nicht nach oben. Okay. Will ich doch vielleicht nach oben? Okay. Okay, ich bin jetzt vielleicht brainless. Ja, ja, ich bin wahrscheinlich brainless direkt zur Lösung gelaufen. Ist natürlich gut. Ich werde natürlich noch den Kampf gegen Arktos anfangen. Aber hier seht ihr, ich speichere nochmal. Weil ich glaube nicht, dass ich in dieser kurzen Zeit Arktos irgendwie fangen kann. Ich muss so oder so überlegen. Eisflug. Was habe ich denn, was gegen den nicht geht? Oder was ihn nicht umhaut? Oder was er mich nicht umhaut? Ihr könnt den ja... Ihr könnt den ja...
Also er kriegt auf jeden Fall eine Donnerwelle von mir. Dann versuche ich mal mit Ampelleuchte. Klingt voll klug eigentlich. So. Hi Arktos. Ich habe gar keine Überwelle dabei. Doch habe ich, doch habe ich. Sulkun ist auch vorhin im letzten drin geblieben. Im ersten meine ich natürlich. Im letzten, im ersten. So. Er kommt trotzdem im Eisstrahl durch. Ist natürlich mega ärgerlich. Habe ich noch, bitte lass mich noch Überwelle haben. 22, locker. No problem, Junge. So, jetzt mache ich mal Ampelleuchte. Ja, war ja klar. Okay, er macht nochmal Eisstrahl, ne? Ich mache Agilität. Okay. Okay, pass auf, weißt du was? Ich mach mal einen Donnerblitz. Einfach mal. Ich muss das so oder so austesten. Das Schöne ist, er ist ja nur Flug. Wow. Ja, steig ja durch mal ruhig deine Initiative. Habe ich überhaupt kein Problem mit. So, mit Glück haben wir... Mit Glück bleibt er wieder im ersten Blal. Ja? Ja? Das ist doch ein Arschvogel, Alter. Ich würde gerne noch eine Ampelleuchte versuchen, aber das ist mir zu riskant. Wisst ihr, was ich meine? Weil wenn ich jetzt nochmal... Dann ist er tot, weißt du, denke ich mir auch so. Hm, toll. Okay. Bleib bitte drinne! Ah, okay. So viel dazu. Es hilft kein Betteln, es hilft kein Flehen. Nur Schläge helfen. Über manchen Menschen. Boah. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Ich hasse es, ne? Aber Paralyse war eine gute Idee von mir. Muss ich mir ja selber mal auf die Schulter klopfen. Hast du gut gemacht, Tobias. Danke, Tobias. Oh, ich werd gelobt. Alter, Arktos, ne? Du bist so ein Fickvogel, wa? Ja, wir haben noch in der Zeit Arktos geschafft. Ich fass es nicht. Ich bin so Profi. Profi-like, Junge. Ich habe mir das sogar gesetzt. So, Arktos wollte ich mindestens haben. Die grazilen und transparenten Flügel dieses legendären Vogel-Pokémon sollen aus Eis sein. Shiny. So. So viel zur Seeschauminsel. Guten Tag, bla bla bla. Mirapla, Alter. Wer gibt's denn mit sowas ab? Zu viele Leute haben meine Nummer. Kenne ich irgendwoher. Moment. Habe ich noch einen Fluchtseil? Das wäre sonst mega ärgerlich. Bitte lass mich nicht hier drin versauern. Boah, habe ich nicht mal mehr ein Fluchtseil. Habe ich noch... Habe ich die TM-Schaufler oder so? Felsgrab. Ich will nicht rauslaufen. Können wir eigentlich noch die Items holen? Ja, komm, ich hole mir noch die Items. Voll gute Idee eigentlich. So, gut. Wir haben Suicune und Arktos gefangen. Ach, scheiße, die Items, Alter. Ich laufe jetzt raus. Komm ich hier einfach raus? Bitte lass mich einfach... Ja, hier ist ein Ausgang. Geil! Hier gibt es bestimmt was, ne? Oh, woher wusste er das? Oh, woher wusste er das? Leckt mich am Arsch. Eigentlich muss ich also sagen... Ich hatte gar nicht vor, so eine Art Guide zu machen. Aber wenn ich mir das selber mal angucke, wie ich gegen Arktos und so kämpfe, um die zu fangen, ne? Ist eigentlich voll das Kluge. Paralyse und... Gut, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich beim Donnerblitz schon so ein bisschen Glück hatte, dass der den nicht voll weggehauen hat. Ich hätte vielleicht Donnerblitz vor Ampelleuchte machen sollen. Aber dann hätte ich mich wahrscheinlich nicht mehr getraut, eine Ampelleuchte zu machen. Aber ist auch uninteressant jetzt. Ich habe es gefangen, ja. Und das ist, was zählt, finde ich. Und dementsprechend speichere ich jetzt nochmal ab und bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ja. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Pokémon. Und, oder beziehungsweise, aber bis dahin
Wo, Moment, jetzt mal kurz, rekapitulieren, wo wir uns sehen. So, ich habe Ho-Oh, Lugia habe ich. Raikou und Enter, weil werde ich versuchen, mir zu fangen. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich das mache. Da muss ich mir noch... Ich glaube, stecke ich erstmal nach hinten, die beiden. Latios haben wir noch offen. Mewtwo können wir noch auf jeden Fall. Auf Level 70 ist das aber anzutreffen. Wir brauchen das Surfer und Zertrümmerer. Und mit Blitz natürlich. Oh, Finsterbälle. Wäre natürlich auch eine Idee. Was haben wir hier noch? So, Kyogre können wir uns noch fangen. Aber dafür haben wir noch keinen Kanto-Starter. Dafür müssen wir nochmal durch die Pokémon-Liga. Alles klar. Ja, dann war es das auch fast schon. Das heißt, wir gehen einmal durch die Pokémon-Liga demnächst. Und dementsprechend wird denn das nächste Ziel sein. Und ja, dann sind wir auch schon bald durch. Alles klar. Also, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Heart Gold. Bis dann. Ciao.